Hallo und herzlich willkommen zum neuen Schmiedevideo. Nachdem der letzte der Mast nichts geworden ist, hoffe ich, dass es heute besser geht. Ich schmiede heute 3 der Mastpakete für 2 Messer und mache nachher gleich anschließend ein Messer. Die der Mastpakete, die ich mache, sind 2-mal mit einem Pumpgunlauf und 1-mal ein großer, dicker Torsionsdamast für die Schneide- und Klingenrücken von dem Messer, das ich heute mache. Da seht ihr, wie die Klinge, die ich heute schmiede, ausschauen soll. Oben und unten ist der dicke Torsionsdamast und in der Mitte der Pumpgunlauf. Als allererstes bereite mal den Lauf vor der Pumpgun vor. Zusammen zum Querlauf verwende ich 15 M20 und damit die Stickel zusammenpassen, zeichne ich da jetzt an, wie breit sie sein dürfen. Die dunklen Stickel sind die von der Pumpgun und die hellen sind die 15 M20. Das Paket ist jetzt heiß und ich fange es an im Feuer zum Verschweißen. Aus dem Packerl da, das ist groß genug, dass ich die 2 Mittellagen rausbringe, so wie ich es machen will. Das erste Feuerverschweißen mache ich immer mit der Hand und erst nachher zum Auslängern gehe ich zur Presse. In dem Abschnitt vom Video mache ich jetzt die erste Mittellage fertig, weil die Gasessen nämlich nicht so lang ist und deswegen mache ich eins nach dem anderen. Der Stickel der Mast ist jetzt lang genug und was ich jetzt mache, ist einfach, dass ich aus dem Vierkant was Rundes schmiede, weil das Runde lässt sich nämlich leichter verdrahen. So, das erste Stickel ist jetzt lang genug und ich schlage es an. Im gleichen Anschluss mache ich dann das zweite Stickel. Und da habe ich das zweite Stickel jetzt auch schon so lang gemacht, dass ich es nur mehr rund schmieden muss. Und damit sind jetzt die ersten 2 der Maststickel fertig. Jetzt erschmiede ich das große Stickel für den Torsionsdamast. Und der wird auch groß genug, dass ich 2 Messer draus machen kann. Und da bei dem großen Stickel mache ich das Feuerschweißen zuerst mit der Hand. Und wenn das passt, dann gehe ich zur Presse. Ich habe am Anfang bei dem Damastpaket mit 16 Lagen Stahl angefangen und jetzt fällt es das erste Mal und damit geht es von 16 auf 32 Lagen. Da seht ihr jetzt gerade, wie es fällt und jetzt verschweiß es wieder. Anschließend schmiede ich es auf der Presse wieder in die Längen und danach fällt es wieder. Und mit dem Falten jetzt geht es von 32 auf 64 Lagen. Wenn ihr genau schaut,
Da sehe ich, wie ich mit der Finne vom Hammer Querkerben einschlage. Das ist, damit sich der Mast besser verschwassen lässt. Und wenn das Backerl jetzt lang genug ist, dann fällt es ein drittes Mal. Und damit gehen die Long dann von 64 auf 128. Das ziehe ich jetzt natürlich wieder in die Längen, und zwar so lang, dass ich genug Material für das erste Messer habe. Das soll jetzt gut passen und es ist Zeit, dass es wieder rund schmiert, damit es auch gut verdrehen kann. Und der Mast, der von dem Paket jetzt noch überbleibt, der reicht dann für ein weiteres Video für ein neues Messer, das ich dann dort mache. Bei dem Stickerl da zeichne ich jetzt die Mitten an. Das mache ich deshalb, weil ich eine Hälfte nach links und die andere Hälfte nach rechts vertragen werde. Weil damit entsteht dann, wenn es fällt, so ein Fischgrättenmuster. Da seht ihr jetzt gerade, wie ich die Mittellagen aus diesem Pumpgunlauf vertrage und den drehe ich immer nur in eine Richtung. Nachdem ich jetzt mit den dünneren Mittellagen fertig bin, gehe ich jetzt zu den dickeren Schneidlagen. Und da werdet ihr sehen, dass ich einmal da nach links drehe und dann beim anderen Mal nach rechts. So. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht. Aber ich finde, dass das Verdrehen von einem Stahl immer so ein bisschen was Magisches hat. Nachdem die Stickel jetzt alle verdreht sind, schmiede ich es ein bisschen flacher, damit es nachher leichter zum Messer machen kann. Noch alle schön gerade richten, damit es gut zusammenstickeln kann. Und da in dem Kiefer, da kühlen die Stickel jetzt wieder schön langsam aus, damit es nachher leichter bearbeiten kann. Als Vorbereitung fürs Feierschwassen schleife ich die Kontaktflächen an. Das dicke Damastpaket für die Schneidlok schneide ich in der Mitte auseinander. Und da seht ihr jetzt, wie das Messer, das ich heute schmiede, dann ausschauen soll. Dann das Feierschwassen natürlich wieder mit der Hand. Ich nehme dort einen kleinen Hammer und mache viele leichte Schläge, weil ich nämlich nicht haben will, dass das Material viel in die Dicke geht, sondern nur, dass sie die Stähle miteinander verbinden. Wenn ich mir sicher bin, dass die drei Stickel miteinander verschwarzt sind, greife ich zu einem größeren Hammer. Da seht ihr wieder, wie die Form ausschauen soll. Das Material ist noch nicht lang genug, deswegen muss ich es vorsichtig ein bisschen in die Längen schmieden. Und was für mich dabei wichtig ist, ist das, dass ich die Mittellok nicht viel breiter mache. Die Längen passt mir jetzt, und ich schneide die Spitzen diagonal an. Die überstehenden Spitzen schmiede ich jetzt vorsichtig an. Weil dann schaut es aus, als ob das Material richtig schön fließt. Wichtig ist auch, dass ich schaue, dass das Material von der Spitzen nicht zu dick wird, sondern schön gleichmäßig bleibt. Und ich muss ganz vorsichtig und immer schön heiß arbeiten, damit die Schweißnaht nicht aufbricht. Wenn das erledigt ist, mache ich die kantige Tantoform.
der Vergleich mit der Vorlock zeigt, dass es ganz gut geworden ist. Ich habe mir die richtige Länge angemessen und mache jetzt den Erdl. Auch da muss ich schön vorsichtig arbeiten, dass sie die Teile nicht voneinander lösen. Das feine Ausschmieden von der Klingen. Und das Richten vom Messer, dass er schön gerade ist. Ich schleife jetzt einmal grob und ätze dann ganz kurz, dass ihr mal das Muster seht. Und das werde ich euch gleich zeigen. Ich glaube, es schaut ganz gut aus. Ja, ich bin froh, dass das Feuerschlossen hingehört hat und die Klingen vom Knicker auch gut geworden ist. Dankeschön, dass ihr mitgekommen seid. Und im nächsten Video mache ich dann den Knicker fertig. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann gebt dem Video bitte schon ein Like und abonniert meinen Kanal für mehr Geschmiedetes. Außerdem helft ihr mir damit und es freut mich natürlich. Dankeschön fürs Anschauen, ich freue mich schon aufs nächste Video. Für dich!